Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Monatsvlog. Es ist einfach so krass, dass schon wieder ein Monat um ist. Und leider muss ich euch mitteilen, dass damit auch offiziell meine Ferien vorbei sind. Das ist jetzt das letzte Wochenende, bevor offiziell mein Semester wieder losgeht. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass wir jede Menge zu tun haben werden. Zum einen werden wir gleich mal meinen Stundenplan sozusagen gestalten, sodass ich in etwa einen Plan davon habe, welches Pensum auf mich zukommt. Zum anderen muss ich natürlich auch noch hier zu Hause ein bisschen klar Schiff machen. Ich rede da konkret von meinem Balkon. Da hattet ihr euch ja gewünscht, dass ich mehr Pflanzen-Updates und wie sich das alles so entwickelt macht, geben soll. Und das habe ich auch vor in diesem Monat, beziehungsweise in diesem Monatsvlog. Ich war gestern schon im Baumarkt gewesen und habe neue Erde gekauft und auch ein paar neue Sträucher, weil meine so gut über den Winter gekommen sind. Und ich will hier einfach alles schön machen, weil ich wollte das letzte Jahr schon machen und dann bin ich aber irgendwie in eine Winterstarre verfallen und habe alles irgendwie so verkommen lassen. Und jetzt ist leider schon der Fall eingetreten, dass ich mich eigentlich schäme für meinen Balkon, weil der so schmutzig und so unsauber und so vollgestellt aussieht und einfach nicht so richtig seinen Platz hat. Und daher will ich das jetzt unbedingt auch noch, bevor das Semester beginnt, fertig machen, damit ich dann auch wirklich ankommen kann und mich dort wohlfühle. Und ja, genau, das möchte ich alles dieses Wochenende noch machen. Ich hoffe, es schafft das, denn am Ende des Wochenendes erwartet mich und viele andere Wrestling-Fans natürlich auch noch ein anderes riesiges Highlight, sozusagen das Highlight des Jahres, und zwar WrestleMania. Das ist ein zweitägiges Event und ich weiß, es interessiert eigentlich 95% meiner jetzigen ZuschauerInnen eher herzlich wenig, was ich jetzt reden werde, deswegen werde ich es kurz fassen. Mir ist aufgefallen, dass dieses Jahr die Matchcard für mich sehr spannend ist, denn es sind meine damaligen Lieblinge alle mit auf der Card. Also ich gucke ja seit ungefähr 15 Jahren Wrestling mit Unterbrechung, aber damals habe ich halt angefangen und war als Kind so ein riesiger Fan von Rey Mysterio, von John Cena und von natürlich Edge, wem sonst. Und die sind jetzt auch alle vertreten und dann dachte ich mir, das müsstest du eigentlich wieder richtig zelebrieren. Und daher habe ich mir vorgenommen, ich will irgendwas Nices kochen und das dann so richtig feiern, dieses Erlebnis. Und da muss ich natürlich auch noch ein bisschen was vorbereiten. It doesn't matter where I am or what I'm doing.
Der Sonntag ist willkommen, mein letzter Tag vor dem Semesterbeginn und damit WrestleMania. Hurra! Naja, zumindest hatte ich ursprünglich angenommen, dass ich mich mega auf dieses Event freuen werde und ich habe auch am heutigen Tag noch einiges dazu beigetragen, dass es auch wirklich so sein kann. Also ich habe heute früh schon geduscht, ich war mit Wally draußen, ich habe hier alles klar Schiff gemacht, dass ich wirklich hier sitzen kann und mich wohlfühlen kann. Gleich werde ich mir auch noch was zu essen kochen und das dann hoffentlich einfach genießen können, aber dennoch merke ich, dass einfach in meinem Kopf zurzeit wieder so viel los ist, wodurch ich mich gar nicht richtig auf das Event freuen kann. Auf der anderen Seite mache ich mir natürlich auch wieder sehr viele Sorgen um die ganzen Prüfungsleistungen, wo ich mir denke, komm, die sind noch 16 Wochen hin, jetzt stress dich mal nicht so. Aber ich denke mir die ganze Zeit, oh Gott, ich muss eine mündliche Prüfung halten und da muss ich 2 Klausuren schreiben und hier eine Hausarbeit und da einen Vortrag und ich weiß noch nicht mal, welches Thema und wann der Abgabetermin ist. Also in meinem Kopf strudelt es gerade wieder extrem und das ist einfach total anstrengend und das raubt mir auch gerade meine Energie und meine Lebensfreude und alles. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich heute nochmal so einen schönen Tag eingeplant habe. Und ja, ich hoffe eigentlich wirklich, dass wenn ich jetzt mir gleich was zu essen gekocht habe und dann wirklich hier sitze, dass dann auch das WrestleMania-Feeling aufkommt. Und dann war es da, mein 8. Semester. Ein weiteres halbes Jahr im besten Nebenjob der Welt und die Chance, meinem Abschluss wieder ein Stückchen näher zu kommen. Ich habe mir in letzter Zeit oft die Frage gestellt, wie ich meine Zukunft gestalten möchte. Und allmählich formt sich ein Bild aus alledem. Ich kann nicht genau sagen, wie lange ich noch in Jena bleiben werde, aber ich habe das Bedürfnis, mir alles noch einmal ganz genau einzuprägen, jeden Jahreszeitenwechsel mitzuerleben, bevor ich meine Zelte vor Ort abreiße und weiterziehe. Zu Hause angekommen, wartete Rio bereits auf die nächste Balkonaktion. Aber ich werde so das Gefühl nicht los, dass dieses Jahr irgendwie der Wurm drin ist.
Im letzten Jahr habe ich so viele robuste, starke Pflanzen aus den Samen gezogen. Doch dieses Jahr sind mir die meisten jungen Pflanzen bereits beim Vorziehen eingegangen. Ich mache mir auch keine großen Hoffnungen, dass die zusätzlichen Samen, die ich eingepflanzt habe, jetzt noch etwas werden. Und deshalb habe ich auch schon begonnen, mir größere Pflanzen nachzukaufen. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das mit dem Balkonprojekt in diesem Jahr entwickeln wird. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Guten Morgen Leute und herzlich willkommen aus meinem Büro. Wir haben es jetzt 7.30 Uhr und auf dem Weg hierher habe ich einen kleinen Osterhasen gefunden. Ich hoffe, das war okay, dass ich den einfach mitgenommen habe. Es stand zumindest Stura drauf, also es ist auf jeden Fall von uns. Und ich hoffe, das ist heute einfach eine kleine Osteraktion, denn heute ist der letzte Hochschultag, bevor Ostern beginnt. Also morgen ist Karfreitag und heute habe ich noch zwei Veranstaltungen und dann fahre ich am Nachmittag in die Heimat. Ich wollte eigentlich erst nicht fahren, weil mir das ein bisschen zu nah an dem Termin, wo ich das letzte Mal da war, dran war. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt beginnt das Semester, du wirst es nicht mehr schaffen, eine Woche lang in deine Heimat zu fahren. Nimm das jetzt noch mit, auch wenn es ein bisschen nah dran ist. Und deswegen schnappe ich mir heute Nachmittag wieder den Wally und wir fahren wieder 4 Stunden gemeinsam in die Heimat. Und ja, wir lassen dann ein bisschen das begonnene Semester Revue passieren und haben nochmal die Chance, ein bisschen Luft zu holen und Kraft zu tanken, ehe es dann halt richtig losgeht. Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich überrascht, wie gut dieses Semester läuft. Also klar, es war jetzt erstmal nur die erste Woche. Es hat sich bestätigt, dass ich keinerlei Kontakte mehr habe. Allerdings sind die anderen auch nicht so böse und gemein. Also nein, Quatsch. Die sind nett und die wissen, also die merken schon, dass ich nicht zu ihnen gehöre, in dem Sinne von, ich gehöre nicht zu ihrem Matrikel, weil so an sich kennen die sich halt natürlich vom Gesicht her. Aber ich sag mal, die Prüfungsleistungen machen es mir dieses Jahr ein bisschen leichter, Kontakte zu finden. Ich muss zum Beispiel in Menschenrechte einen Vortrag halten und bin da in einer Vierergruppe drin. Dann muss ich in qualitative Forschungsmethoden auch eine Hausarbeit schreiben. Die machen wir zu fünft. Und ja, was heute so in Beratung und in Methoden drankommt, das weiß ich noch nicht. Da werde ich mich jetzt einfach überraschen lassen. Ich habe jetzt gleich online Beratung und das mache ich hier von meinem Büro aus. Ich hätte das theoretisch auch zu Hause machen können. Allerdings habe ich im Anschluss dann gleich Methoden und das wäre für mich blöd, wenn ich in dieser Stunde, wo ich praktisch frei zwischendurch gehabt hätte, dann von meinem Wohnort hierher hasseln müsste und dann ohne Essen und alles hier angekommen wäre. Und deswegen mache ich das jetzt hier entspannt in Ruhe in meinem Büro. Dann gehe ich Mittagessen, dann habe ich Methoden, dann gehe ich nach Hause, schnapp mir den Wally und dann fahren wir Richtung Heimat. Es ist Ostersonntag und Ward und ich befinden uns gerade in unserem Garten und sind auf Ostergeschenkejagd. Das hat nämlich Karin, bevor sie weggefahren ist, noch für uns versteckt. Und ich habe zu ihr gesagt, sie soll das extra schwierig machen, damit ich eine ganze Weile lang beschäftigt sein werde. Denn ich befürchte, ansonsten wird der heutige Tag für mich recht einsam werden. Mein Papa ist nicht da, Karin ist nicht da und entweder kommt mein Bruder heute noch zum Mittag vorbei oder er kommt vielleicht auch nicht. Das ist noch nicht so ganz raus, er hat mir noch nicht geantwortet. Und deswegen versuche ich jetzt noch so ein bisschen die Stimmung für mich selbst am Laufen zu halten, indem wir eben dieses Ostergeschenk suchen. Und ich denke, danach werde ich noch was Ordentliches zu Mittag kochen und vielleicht noch einen Kuchen backen. Also ich versuche mich einfach den Tag über heute zu beschäftigen. Mia, hast du das Geschenk gefunden?
Hier ist es nicht drin. Also, eins muss man Karin lassen, sie hat das echt gut versteckt. Ich finde das einfach nicht. Ich habe jetzt gefühlt schon überall drunter geschaut, wo es sein kann. Offensichtlich ist es nirgendwo platziert, wo man es sehen kann, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch schon gefunden. Ich bin eigentlich gut so in solchen Versteckspielen und Unterschiede erkennen und irgendwas finden, was vorher nicht da war. Aber das ist gerade echt schwierig und ich spüre richtig, wie meine Frustrationstoleranz langsam in den Modus kommt, wo ich mir denke, ach egal, ich gehe jetzt rein und lasse das Geschenk. Aber das, was mich richtig triggert, ist, dass sie zwei Geschenke versteckt hat. Also eins für mich und eins für meinen Bruder. Und ich denke mir so, ich finde ja nicht mal eins. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eins gefunden habe und das andere nicht, könnte ich immer noch sagen, ja komm, dann hat mein Bruder halt Pech, muss der halt das schwierige Versteckte finden. Aber ich finde ja nicht mal eins von beiden. Was soll ich sagen? Ich finde das einfach nicht. Am Ende hat sie gar nichts versteckt und lacht jetzt die ganze Zeit bei der Vorstellung, wie ich hier durch den Garten renne und stundenlang ein Geschenk suche, was es gar nicht gibt. Ah, nein, ich gebe nicht auf. So hartnäckig bin ich. Ich werde zumindest eins von den beiden Geschenken finden. Das sind Wallis 3 Ostereier. Eigentlich sind es ja keine Eier, sondern Hühnerherzen. Aber die werde ich gleich verstecken und dann kann der kleine Wally sie suchen. Wally ist natürlich nicht so gut im Finden von Sachen, deswegen werden es keine richtigen Verstecke sein, sondern es wird einfach offensichtlich sein, wo sie sind, aber er kann ein bisschen herumschnuffeln und sie suchen und findet dann sie hoffentlich auch, wenn sie die Mia vorher nicht frisst. Wally, komm! Und such! Ich habe mein Geschenk dann übrigens doch noch gefunden, obwohl es echt lange gedauert hat. Am nächsten Tag mussten Wally und ich dann leider wieder schon spontan abreisen, aber wir freuen uns auf unseren nächsten Vlog mit euch, denn dann wird es endlich mal wieder ans Meer gehen. Bis dahin!